Ja, erstmal willkommen zum Modern Koi Blog. Aha, auch wieder sowas. Und geht auch wieder. Heute greifen wieder die Themen so zahnradmäßig ineinander. Schlechtes Fressen nach Strömungsveränderung. Ich lese vor und du darfst nachdenken währenddessen und du beantwortest das. Danke. Hallo liebes Modern Koi Blog Team, ich habe an meinem 7000 Liter Teich einen Strömungswechsel vorgenommen. Seitdem hat sich das Verhalten meiner Koi 5 an der Zahl extrem verändert. Sie fressen wesentlich schlechter und sind schreckhafter. Wasserwerte sind okay und Temperatur stabil bei ca. 90 Grad. Kann dieses Verhalten mit der veränderten Strömung zusammenhängen? Liebe Grüße Dominik. Sandra, was sagst du? Natürlich. So. Sicher. Und das ist, was ich so oft sage, wenn die Leute, ich habe es letztens in einem Teich, einen Blog draußen, glaube gestern, vorgestern erst beantwortet, wo die Genesis-Belüfterringe rausgekommen sind. Dann kam genau die Diskussion mit Gasübersättigung und. Und ich habe von Anfang an gesagt, Quatsch, Blödsinn. Es ist die veränderte Strömung. Und ich habe schon tausendmal erzählt, ich habe mal Sinkfutter Black Label bei meinen Fischen reingeworfen. Die haben das nicht gekannt. Die sind ins andere Eck rüber, weil sie einfach erschrocken sind, weil dieses Scheißfutter plötzlich am Untergehen war. Und das ist aber auch wieder zum Thema Betriebspunkt. Ja? Betriebspunkt heißt nicht nur die Wasserwerte, sondern Betriebspunkt heißt auch Strömung, heißt im Prinzip alles. Wenn sich der Teich verändert, verändern sich die Fische. So ist es. An so einem Teich war ich übrigens letzte Woche auch. Okay. Da ist eine Strömungspumpe eingebaut worden und die hat die Fische total närrisch gemacht. Glauben. Also das geht in beide Richtungen. Ist so. Das ändert sich was und die so, müssen hier sich sind sie auch närrisch geworden. Dann müssen sie sich irgendwie erstmal dran gewöhnen oder was Neues kennenlernen. Und das kann auch lang dauern. 2, 3, 4 Wochen ist überhaupt kein Problem. Es gibt auch Abdeckungen, die Fische eine Weile total verschrecken. Ja. Oder andere Faktoren, Besucher. Waschbär ist aktuell bei uns. Echt? Raccoons? Ja, ist am Kommen. Ja, ich glaube, stimmt. Ich war gestern auch bei jemandem. Nordöstlich von Stuttgart, ja. Was, gestern? Ja, gestern. Bei Tobias am Teich. Also, gibt durchaus gute Gründe für die Fische mal zwischendrin ein bisschen anders zu fressen oder sich anders zu benehmen. Ist das gerade hier im Süden im Waschbär, dass er verstärkt kommt? Also ich habe den Eindruck, zwischen Stuttgart und Richtung Crailsheim sind sie massiv unterwegs. Also Schorndorf war letztes Jahr dran und die Welle rückt näher. Und wie töten die Koi? Nein, die sind eigentlich aufs Futterwild zunächst mal. Die mögen das Fischfutter und man sieht dann eben so Kratzer an den Fischen. Also Verletzungen gibt es schon mal und ich kann mir vorstellen. Aber die können nicht so einen Fisch rausfangen. Das ist bestimmt nur Übungssache. Selbst Füchse können Fische rausfangen. Also ich habe irgendwo mal in der Dokumentation gehört, dass der Waschbär Waschbär heißt, weil er oft an Bächen sitzt und da unter die Steine guckt, ob was Fressbares drunter ist. Und wenn er das so macht, sieht es aus, als würde er sich die Hände waschen. Ist das richtig? Habe ich auch gehört. Hast weiß auch nicht, gehört? Ob es richtig ist, aber sicher. Also für Fische interessieren sie sich definitiv und besonders eben Koi-Liebhaber. Dann machen wir so kleine Liegestühle an Teichen. Wir bringen den kondischierten Waschbär mit. Ich habe da mal behauptet, es sei ein Waschbär am Naturteich. Ja. Dann habe ich aber gleich Schelde gekriegt und sie ist ein Dachshund gewesen. Mhm. Gibt es auch, ja. Also sieht doch gleich aus. Oder Marderhund. Marderhund. Genau. Gibt es bei uns auch mittlerweile. Ja? Mhm. Auch eingeschleppt. Ja, auch eingewandert von Osten im Prinzip. Man sieht sie immer mal an der Autobahn, da halte ich mich natürlich häufiger auf. Und jetzt die Fragen aller Fragen, weil ich glaube, die Kundin hat es gestern gesagt, dass die weiblichen Waschbären, wenn sie Kinder haben, könnten durchaus gefährlich sein, wenn man sich denen annähert, wenn man sie in die Enge treibt. Das Alle hat man Mütter denen sind gesagt. Gefährlich, wenn sie Kinder haben. Ja, stimmt, Kill Bill Teil 2. Aber ist das wirklich so? Natürlich, immer. Also wenn ich morgens den in der Garage sehe und da steht mein Futter und die Tür war auf und ich gehe da rein, dann kann es schon sein, dass der mal blöd wird. Also ich glaube nicht, dass eine Waschbärmutter mit ihren Kindern in eine Garage reinläuft. Nein, wenn die alleine unterwegs ist. Ja, dann ist sie ja so gefährlich wie wir alle. Entscheidend ist, wenn die ihre Babys dabei haben, okay. Dann sind die in Alarmstufe. Ja, aber Waschbären sind allgemein nicht gefährlich. Nein, ich habe nie bisher größere Unfälle oder so. Du guckst doch immer irgendwelche Nachrichten an. Schon mal einen Waschbärunfall mit Mensch gehört?
Nein, gibt es nicht. Ich gucke das und wir werden da im nächsten Block... Wir müssen keine Angst haben vor wilden Tieren. Ich habe ja keine Angst, ich frage doch nur. Auch die Bären auf Kamtschatka sind völlig harmlos. Einmal in der Woche ein Tierarzt im Haus interessiert sich ein bisschen und wird dann gleich als sonst was abgestempelt. Also, die Frage, ja, Strömung kann verändern, alles kann verändern. Wir haben auch schon Kunden gehabt, die haben einen Filter umgebaut, haben alles zum Besseren gewandt und die Käufer hatten es erstmal ein halbes Jahr scheiße. Aber irgendwann. So ist Leber, irgendwann merkt auch der Dümmste, dass es ihm eigentlich gut geht. Da fehlt wieder der Leitfisch. Der Leitfisch, der dann wieder Vertrauen schafft und dann funktioniert es langsam wieder. Und das ist der Karaschi. Und sonst keiner. Chagall. Geht auch. Karaschi mit Number One. Das ist Leitfisch mit Leitfischversorgung. Machen Sie es gut. Ciao. Das war's. Tschüss.